Willkommen zurück zu Anstoß 3. Ja, ich habe den Spielsound mal ein bisschen leiser gemacht. Der war irgendwie letztes Mal, glaube ich, ganz schön laut eingestellt. Oder das Mikro war zu weit weg, ich habe keine Ahnung. Habe es jetzt mal ein bisschen leiser gemacht. Müsste so passen. Okay, so viel zur Technik. Dann kommen wir zu den wichtigen Dingen des Lebens. Die Saison ist vorbei, wir sind ja knapp am Aufstieg gescheitert. Kaiserslautern hat leider am letzten Spieltag gegen Bielefeld gewonnen und ja, wir haben gegen Kaiserslautern mit 3:6 verloren in einem denkwürdigen Spiel, wo wir aber nicht wirklich Chancen hatten und ja, das war es dann unter anderem auch das, was uns den Aufstieg gekostet hatte, natürlich auch die vielen Unentschieden und ich glaube mit 53 Punkten kann man sehr zufrieden sein, auf Platz 4 zu landen. Der Vorstand war von unserer Zickzack-Saison irgendwie nicht so begeistert, 67% trotz Platz 4. Ausbaufähig, würde ich sagen. Und ja, jetzt bringen wir die Saison noch ein bisschen zu Ende. Also viel Action wird jetzt hier nicht passieren. Oh, sollte man natürlich nicht sagen. Wird super interessant. Und wollte ich noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. In den Länderspielen sind wir damit durch. Genau, damit sind wir auch durch. Alles klar, das war ja auch alles super knapp. Die Tabellen, hatten wir uns die Tabellen angeguckt? Ah, die letzte Aufnahme ist schon wieder ein paar Tage her. Also gucken wir jetzt hier nochmal, mache ich auch nochmal kurz, dass man hier nochmal sehen kann. Und ansonsten können wir nochmal gucken, dann in der neuen Saison. Aber ich glaube, wir hatten hier durchgeguckt. Aziz Burdus hat sich im Training verletzt, hat eine Knöchelverstauchung. Die treuen Anhänger des Vereins sind zurzeit mit ihnen sehr zufrieden. Die Jugendarbeit wird ebenfalls sehr gelobt. So, Jan-Philipp Kaller kriegt ein Angebot von Arminia Bielefeld. Wir wollen ihn scheinbar loswerden. Das wollen wir doch mal machen. Ich hoffe, diesmal vergeige ich es nicht, so wie beim letzten Mal mit Ei. Das war sehr ärgerlich. Und jetzt verkaufe ich ihn wahrscheinlich viel zu günstig. Ja, 680.000 bekommen wir immerhin den Marktwert. Und er geht dann zur neuen Saison nach Bielefeld. In die dritte Liga. So, das Endspiel der Europa League. AS Rom gegen Inter Mailand. Das klingt doch gut. Und Inter Mailand gewinnt das italienische Duell mit 2:1. Dann haben wir DFB-Pokal. Augsburg gegen Düsseldorf. Augsburg hat Magdeburg, Neumünster, Würzburg, Sandhausen und Eintracht Frankfurt ausgeschaltet. Düsseldorf, Heidenheim, Dortmund, Kaiserslautern, Union Berlin und Nürnberg. Aber trotzdem, so bis auf Dortmund, so die ganz großen Namen sind nicht da. Und Düsseldorf setzt sich durch mit 1:0. Everton, Bologna, Athletic Bilbao und Besiktas gewinnen auch noch ihre jeweiligen Pokale. Das heißt, Düsseldorf, der Zweitligist, ist international dabei. Kaufen wollen wir keinen. Hochregie wäre natürlich eine schöne Sache, aber ja, St. Pauli ist sicherlich nicht so seins, sogar sehr günstig, verhältnismäßig. Und Ei hat nochmal ein Angebot. Okay, ich kann es nochmal wieder gut machen. Denn Ei hat eine Einsatzstärke von 6,5 bei Stärke 8. Er möchte ja gern wieder in sein Heimatland und Gaziantepspor macht auch ein Angebot. Es ist interessant, dass jetzt tatsächlich nur türkische Vereine ein Angebot machen. Das ist nicht immer der Fall. Aber vielleicht ist das ja sogar, dass sie eine höhere Chance haben. So 1,9 Millionen, das nehme ich jetzt an. Ich will jetzt hier nicht wieder ein paar hunderttausend. Ist zwar unter Marktwert, aber wir erinnern uns, wir haben ihn uns ja auch erst spät gekauft. Für 1,6 Millionen, das heißt, wir machen sogar Gewinn. Selim Ay geht wieder zurück in die Türkei. Ja, und jetzt hat er sich mit Kanaziskus in Freundschaft geschlossen. Ja, das ist super. Leverkusen gegen Paris Saint-Germain, das Champions-League-Finale. Leverkusen gewinnt mit 1:0. Herzlichen Glückwunsch dazu. So, defensives Mittelfeld. Ich meine, Strobel war zuletzt nicht so überragend, das muss man sagen. Aber ja, wieder Ausländer zu holen, das soll jetzt nicht ausländerfeindlich sein, aber wir haben halt das Problem, dass die wie mit Ei sagen, ich mag die Sprache nicht. Deshalb würde ich sagen, hoffen wir, dass Avivo aufgewertet wird. OM brauchen wir nicht. Mvogo hat sich im Herauslaufen verbessert. Wunderbar. Dann unbedingt Reflexe. Ich finde, das ist somit das Wichtigste eigentlich, was ein Torhüter haben muss.
So, Leverkusen gewinnt auch gegen Real Potosí aus Bolivien. Dann haben wir hier die Trainer des Jahres, die Fußballer des Jahres. Wenn das so schnell geht, müsst ihr einfach mal auf Pause gehen. Und ja, den Europas Fußballer des Jahres, Robert Lewandowski von Bayern München. Diesen Titel können übrigens nur 12er bekommen. So, dann haben wir hier die Auf- und Abwertung. Himmelmann ist geblieben, verlässt uns E. Herwagen, abgewertet auf 5, verlässt uns E. Broder sind auf 6 hoch, sehr gut. Kaum setzt man ihn nicht ein, kriegt er, wird er aufgewertet. Mwoko auf 10 aufgewertet, das ist das Maximum in der zweiten Liga. Subjekt bleibt, Ziereis verbessert auf 8. Schade, ich kann nicht in Spielerinfo gehen. Gonta bleibt, Ei bleibt. Bubala wurde abgewertet auf 6. Hornschuh bleibt. Hidden Start bleibt. Kala bleibt. Pagal bleibt auch. Obwohl wir den jedes Mal eingesetzt haben, das ist schade. Dann müssen wir da vielleicht doch nochmal was Neues investieren. Dann wird er sich doch nicht so schön entwickeln, wie ich gehofft hatte. Miyachi aufgewertet auf 9. Duziak bleibt. Avivor bleibt leider auch. Nerik sogar auf 4 runter. Auf 3 runter. Ey, bei Strobel bleibt, Buchtmann bleibt, Scheu bleibt, Buhadus und runter auf 7. Damit hat. Nee, bleibt auf 7. Duxch bleibt bei 6. Pico bleibt und Kanaziskus bleibt auch. So, wir haben 2,9 plus Millionen plus gemacht. 2,1 Millionen gehen ans Finanzamt und ich glaube, das ist das, was uns übrig bleibt, weil sonst wäre es ja ganz schön viel. Transferüberschuss gemacht mit 11,06 Millionen gegenüber 9,45 Millionen Ausgaben, wunderbar. Und da konnten wir sogar auch diesen ganzen Kram mit bezahlen und das ist ja auch 7,3 Millionen für durch Zuschauererträge, wunderbar. Deutschland jetzt auf Platz 2 in der 5-Jahres-Wertung und Italien hat England überholt. England ist raus aus den Top 3, okay. So, Vorstand sagt Aufstieg, ich werde jetzt den Teufel tun und hier verhandeln, denn das wird so wieder, das Aufstieg wird schwer, da bin ich mir sicher. Aber wir haben nur 78% Vorstand, da werde ich jetzt nicht nochmal verhandeln. Sonst geht der auch noch runter und dann wird es noch schwerer. So, wir machen hier mal einen Euro teurer. Dann brauchen wir einen neuen Ausrüster. Ich nehme jetzt mal lieber den, dann der ein Jahr hat, wenn die nicht mehr bieten. Bieten aber mehr, 250.000. Dann, na, die werden es wahrscheinlich nicht. Dann nehmen wir den an. Das bleibt. Risikospieler haben wir nur einen, nämlich Hornschuh. Und hier können wir uns dann vielleicht auch mal den Bus gönnen, dass wir nicht mit dem Zug fahren müssen. Das kann eigentlich auch so bleiben. Ja. Dann sind wir da schon durch. Spielerbeobachter. Ja, möchte ich diesmal eigentlich nicht machen. Das geben wir lieber in die Jugend. Ah, ich wollte den Jugendspieler hochziehen. Ha. Ja. Rückennummern sind eigentlich auch egal. Trikots sind auch egal im Textmodus. Kapitän soll bitte gewählt werden. Damit sind wir ganz gut gefahren. Ja, auf geht's. Hajrovic wurde zum Kapitän gewählt. Dann, weiß nicht, worauf man nicht unbedingt reingucken. Da sind wir ja leider nicht mit dabei. Oder zum Glück, je nachdem. Nationale Pokale. Diesmal bitte nicht Bayern. Danke, wir haben Schalke. Das ist unglaublich. Also ich werde mit dem DFB-Pokal hier bei Anstoß, wäre ich einfach nicht warm. Letztes Mal hatten wir Auswärtsspiel gegen Bayern München, jetzt geht's gegen Schalke. Ist ein Traum. Statt hier mal, ne, so was aus der zweiten, dritten oder noch niedriger, aber nein. Hier sowas. Okay, das Feuer ist gerade sehr laut auf dem Ohr und ich habe schon so leise gestellt, wie es geht. Nationale Pokale hatten wir gemacht, Liga Supercup, ja. Sind wir eh nicht dabei. UEFA Cup, die Quali sehen wir dann auch. Hier sehen wir nochmal, wie es bei uns steht. Auch sehr eng. Da gucke ich
gleich mal, was wir brauchen, was wir uns leisten können. Und hier gehen wir. Ich gehe mal in die von hier. 1000 Euro pro Spieler. Aktuelles System. So, und dann sehen wir. Linksverteidiger ist ein Problem. Linksverteidigung ist ein Problem und rechtes Mittelfeld ist ein Problem. Der wurde jetzt zweimal nicht aufgewertet, trotz riesiges Talent und eigentlich noch nicht so alt. 22 fängt jetzt halt langsam damit an, dass er sich nicht mehr rentiert. Da müssen wir vielleicht den Innenverteidiger vielleicht noch als Ersatz nehmen. Dann haben wir ja hier unsere Innenverteidiger. Die kommen ja beide aus vom US Sassuolo. Eigentlich sehr lustig. Ich glaube, einer war sogar Stammspieler, der andere nicht. Ah, Mvogo doch nicht Stärke 10. Ich dachte, er hat Stärke 10. Na gut. Ja, insgesamt, so wird es noch ein bisschen knapp mit Aufstieg. Können ja mal gucken. Liga ist das, glaube ich, Mannschaftsübersicht. Wir stehen stärkemäßig auf Platz 5. Das geht so mit Hamburg und Leipzig sind natürlich auch dicke Brocken abgestiegen. Vom Kader her. Also Aufstieg glaube ich nicht, dass wir das packen. Können vielleicht jetzt auch schon mal die Aussprache suchen. Ja. Oh Gott. Oh. Ja, ich glaube, könnte unsere... Ich weiß nicht, ob wir die Saison überleben beim St. Pauli. Da brauchen wir schon einen sehr guten Saisonstart. Oh Mann. Ah, nee. So. Hier wollte ich mal zuerst gucken. Okay, Torhüter. Den haben wir hier. Da setzen wir mal jetzt auf die eigene Jugend. So, als dritten Torhüter kann man den ja gut nehmen. Brodersen ist auch noch recht jung. Innenverteidigung ist okay. Ja, Außenverteidiger können wir... Ich dachte, wir haben Kalla verkauft. Oder hat Bielefeld ihm einen Vertrag gegeben für mindestens zweite Liga? Oh, ihr seid ja Helden. Kalla möchte ich gerne loswerden unbedingt. Und Hedenstadt eigentlich auch. Da brauchen wir auf jeden Fall nochmal einen für die linke Abwehrseite. Obwohl, na, den behalte ich nochmal. So, rechtes Mittelfeld brauchen wir unbedingt. Könnte aber auch mit Luciak spielen, aber dann bräuchten wir trotzdem nochmal einen. Defensives Mittelfeld. Neudecker hat sich nicht verbessert während seiner Leihe nach Osnabrück. Hat auch nur 3 Spiele gemacht. Offensives Mittelfeld kann Scheu weg. Sturm sieht soweit ganz gut aus. Stimmt, haben wir noch Niederlechner dazu bekommen. Okay, also einen rechten Mittelfeldspieler und einen Linksverteidiger. Das ist so die Agenda. Und Vertrag mit ihm würde ich schon mal hochsetzen. Mit Hedenstadt noch nicht. Mit Pagal noch nicht. Avivro noch nicht. Achso, mit dem defensiven Mittelfeld könnte man vielleicht auch nochmal gucken. Mit Duxch verlängern wir auch noch nicht. Mit Kandaziskus, da können wir auf jeden Fall schon mal die Option ziehen. Ja, vielleicht brauchen wir noch einen defensiven Mittelfeldspieler. Da gibt's nichts. Achso, ich wollte nochmal in die Jugendmannschaft gucken. Den ziehen wir hoch. Das heißt, den brauchen wir auch nicht fördern. Ja, das passt soweit. Amateurspieler haben wir nur einen Stürmer. So, was gibt's denn jetzt hier Schönes in der Linksverteidigung? Gut, erstmal möchte ich gerne gucken, was können wir uns denn leisten? Wir haben 8 Millionen. Das ist nicht viel. Aber ausreichend viel. Suchen wir mal so. Mit fixer Ablöse. Kleines Talent ist auch okay. Und Stärke 8 oder 9. Dann haben wir hier James Husband. Den gibt es für kleines Geld. 9er. Und wenn wir sagen, okay, so ein mittleres Talent wäre schon ganz gut. Marokkaner. Achraf Lazar. Von Ross County, ist frisch gekommen von Newcastle United. Aber auch schon 25. Da hatten wir auch noch 8er. Die bringt's aber auch nicht. Können wir auch Husband nehmen. Also der wird sich nicht weiter verbessern, aber das ist ja nicht so schlimm.
Und dann gerne noch im rechten Mittelfeld. Oh, 10er Vargas. 5 Millionen. Ah, das ist mehr als die Hälfte von dem, was wir haben. Bibiani, der würde vom Spezialist und Musterprofi kommen, würden wir auch von unserem Konkurrenten loseisen vom FC Ingolstadt. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Der ist aber schon 29. Rodic. Rodic. Von Wisla Krakau für 640.000. Fände ich schon schicker. Also, Biabiani wird eher schwächer werden und wird sicherlich, hat kostet 380.000, kriegt er derzeit, und Rodic bekommt derzeit 140.000. Gut, er wird natürlich auch massiv dazu verdienen wollen, aber da bin ich auch eher bei Rodic. Und dann können wir mal so just for fun nochmal im defensiven Mittelfeld gucken. Okay, gibt es Achter. Sogar einen Deutschen. Demme. Diego Demme, Trainingsweltmeister. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Den hätte ich auch gerne noch. Und dann sind wir auch durch. So, dann hätten wir das. Dann müssen wir uns kümmern ums. Achso, hier möchte ich noch mal eben was einstellen, die immer aufgestellt werden. Pagal, das ist jetzt vorbei. Dann würde der jetzt auch Pagal aufstellen. Das wollten wir machen. Das da nicht. Da auch nicht, sondern da. Okay, das hat er sich gemerkt. Die ersten 6 Wochen. In Woche 7 geht es dann mit der Saison los, ist das richtig? Woche 7 geht die Saison los, wunderbar. Und die Wintervorbereitung geht in Woche 26 los. Nein, nein. 26. Dann müsste sie auch in 32 erst wieder losgehen. Ist das richtig? Nee, in Woche 31. Ist die kürzer? Kann sein, weil WM ist. Ach, gut, dass er das nicht gemacht hat. Da wieder Trainingsspiel und dann passt das. Alles klar. 18 Minuten schon wieder. Und wir müssen hier noch den Jahresplan machen. Wir fahren nach Stonehenge. Und dann geht es. Na, dann machen wir das mal ein bisschen kürzer. So. Familientag, Jugendtag machen wir hier 2 Stück. Fanclub-Treffen machen wir. Oh, Entschuldigung, machen wir nach der Hinrunde und einen Sponsorentag auch. Einmal Feedback abholen und. So. Tag der offenen Tür ist immer beliebt. Vereinsfest ist auch beliebt. Verbandsfest. Italienisch essen gehen, das mache ich auch gerne. Na, italienisch essen gehen, aber einmal im Jahr reicht, weil ansonsten sagen sie, oh, nicht schon wieder. So, und dann machen wir hier ein Turnier beim VfB Lübeck mit. Und dann machen wir hier noch ein Freundschaftsspiel gegen Werder Bremen 2, meinetwegen. Und dann haben wir noch eine Woche für uns und dann geht es auch schon wieder los mit der Saison gegen Fürth. Fürth, Würzburg, und Schalke. Taktik haben wir soweit ja übernommen. Persönliche Folge, genau, da müssen wir hier noch rein. Freundschaftsspiele. Elfenbeinküste, Albanien, Kamerun. Machen wir mal die Elfenbeinküste, Aserbaidschan, Ukraine, Kroatien. Und gegen Island spielen wir noch. So. Das sind unsere Freundschaftsspiele. Spiele einbürgern. Diesmal denke ich vielleicht auch mal dran.
England macht ja eigentlich Sinn oder Schottland vielleicht eigentlich. So vom Sinn her. Schottland, gibt es da interessante. Oh, da müsste man wieder wissen, wie es bei uns aussieht, stärkemäßig. Wir waren im Sturm nicht so gut besetzt. Abwehr sieht jetzt auch richtig gut aus. Tor ist okay. Innenverteidigung ist vielleicht noch. Rechtsverteidigung. Also Sturm, Rechtsverteidiger. Weiß ich nicht, der könnte gehen. Dembele wird nicht wollen. Der ist noch zu jung und zu gut dafür. Gucken, was wir hier so kriegen. Stürmer Welbeck. Hat hier noch kein Länderspiel für England gemacht. Weiß nicht. Da kann man sich manchmal echt dumm und dusselig suchen. Es zieht sich hier gerade ein bisschen in die Länge, das tut mir leid. Wir probieren jetzt hier einfach mal. Fernando. 29, das ist doch perfekt. Hätten wir guten defensiven Mittelfeldspieler. Fernando versuchen wir jetzt mal einzubürgern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und das nächste Mal drücke ich dann einfach nur auf Anstoß. Tut mir leid, wenn wir jetzt in dieser Folge nicht so viel Action hatten, aber das gehört halt alles dazu. Beim nächsten Mal gibt es wieder ordentlich Freundschaftsspiele und vielleicht auch den Saisonstart. Bis dann. Tschüss.